Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Es werden immer noch Millionen von Büchern gekauft, warum Männer nicht lieben können und warum Frauen zu viel lieben von Frauen. Den Männern ist es eigentlich sowieso egal, was die Frauen von ihnen denken. Hallo, willkommen zur neuen Folge, die Podcastin mit diesem starken Zitat von Elfriede Jelinek. Das ist heavy. Das ist heavy. Hallo, Isabel Rohner. Hi, La Stempfli. Wunderbar. Ich grüße dich. Ja, heavy. Wir steigen doch meistens heavy ein und gucken dann erstmal auf die letzte Woche. Vielleicht, also jetzt, wenn du gerade Liebe nennst, ich habe dann noch ein Thema zur Liebe, aber ich lasse es jetzt. Aber du hast mich jetzt gerade inspiriert, dass wir eigentlich einmal eine Folge über Liebe machen müssen. Also wenn Elfriede Jelinek schon so ironisch, zynisch, schon fast nüchtern erklärt, dass es den Männern egal ist, da habe ich eigentlich eine andere Meinung. Aber let's look, also kommen wir schauen schnell auf den Wochen, also was ist in den letzten paar Wochen passiert, also auch vor Pfingsten, ist das okay? Ja, sehr gerne. Was hast du mitgebracht? Also ich habe die Trennung zwischen Politik und Person. Franziska Giffey ist ja vor 2 Wochen zurückgetreten wegen Plagiaten in ihrer Dissertation. Als Bundesfamilienministerin. Ja, genau, genau. Und was mich daran geärgert hat, ist, dass heutzutage nur noch aufgrund persönlichen Verfehlungen politische Rücktritte stattfinden. Also persönliche, private Verfehlungen. Dabei ist das in Anbetracht der Politik und dessen, was ich als Demokratie verstehe, das Unwichtigste. Vor allem, wenn es sich um Plagiate in der Dissertation handelt, finde ich nicht unwichtig. Das können wir auch noch reden. Wir sind beide Doktorinnen unseres Fachs und haben extrem viel daran gearbeitet. Und auch ich bin ja schon 10-mal durchgeplagiatisiert worden, um dass sie ja einen Fehler finden von der Regula Stempfli, und das ist nicht passiert. Also es gibt extrem viel zu tun, aber ich finde diese Rücktrittskultur oder Unkultur aufgrund persönlicher Verfehlungen verfehlt eigentlich den Rücktritt. Das finde ich super. Also finde ich extrem klug und gut, dass du das mitgebracht hast als Thema. Denn tatsächlich gibt es ja viele politische Verfehlungen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland gerade Milliarden Euro kosten, ne? Die überhaupt keine Konsequenzen hatten und haben. Mhm. Genau, also nochmals, Andi Scheuer, der die Steuerzahlerin Milliarden kostet, ist nie zurückgetreten. Die Politik ist im Kern echt rotten. Der Rücktritt als Bundesministerin ist zwar konsequent und der Schaden ist groß, aber es gibt auch gute Gründe, weshalb dieser Rücktritt nicht hätte stattfinden sollen. Und da möchte ich ein Grundthema schnell ansprechen, nochmals, dass allen klar wird, zwischen privat und persönlich. Wenn private Verfehlungen im Dienste einer politischen Ideologie gestellt werden, also hätte sie jetzt eine Dissertation verfasst, die den Rassismus verteidigt, dann hätte sie schon längst zurücktreten müssen. Das ist der Unterschied zwischen persönlich und privat. Also Werk, das ist der Unterschied zwischen Werk und Politik. Oder ich sage immer, Emil Nolde hat sein ganzes künstlerisches Schaffen in den Dienst einer antisemitischen, menschenfeindlichen Ideologie gestellt. Sein ganzes Werk. Das ist unabhängig davon, ob jetzt dieses Werk gut ist oder nicht, sondern mit Hannah Arendt argumentiere ich, dass wer sein künstlerisches Werk, seine Forschung in ein menschenverachtendes, rassistisches, antisemitisches, menschenzerstörendes, vernichtendes System legt, die verdient es einfach nicht als Künstlerin wahrgenommen zu werden, sondern als Propagandistin. Und das ist ganz wichtig. Und dieser Unterschied wird nie mehr erkannt. Darf ich da noch schnell weiterfahren? Und dann total gerne. Ich lausche dir sehr aufmerksam. Gebe ich dir gerne weiter, weil es gibt genau dieselbe, es gibt eine ähnliche Diskussion im Kunstbetrieb.
Willi Winkler, den ich sonst sehr schätze, schreibt in der Süddeutschen: kein Wettbewerb in moralischer Schönheit über den Biografen Blake Bailey, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird und deshalb dessen Verlag die autorisierte Lebensgeschichte von Philip Roth, also dem auch einem ziemlichen Frauenhasser in der Literatur, also aus dem Programm genommen wird. Und Willi Winkler verteidigt sowohl Philip Roth als auch Blake Bailey. Was entgeht uns da? Und da möchte ich wieder den Unterschied bringen. Also es gibt persönliche Verfehlungen, persönliche Verbrechen. Es gibt ganz viele Künstler, die persönliche Verbrecher waren. Und da geht es, dabei geht es dann darum, eine Urteilskraft zu entwickeln über ihr Werk, weil das waren persönliche Verbrechen. Mhm. Nochmals, wer seine Literatur und sein Werk zugunsten einer menschenfeindlichen Ideologie verfasst und bringt in die Öffentlichkeit, der soll tatsächlich auch so beurteilt werden, nämlich als Propagandist. Dann habe ich mir eben jetzt eine Woche lang darüber nachgedacht, was soll dieses immer, ach, da kann man ja nicht keinen Künstler mehr schauen und da. Das ist absoluter Populismus. Das ist keine Urteilskraft punkto Ästhetik, Literatur und Politik. Das ist eine völlige Vermischung von allen Themen. Und jetzt kommt der Hammer. Beim Philip Roth, den ich mein Leben als Mann, als Studentin gelesen habe und auch wirklich wichtig finde, obwohl ganz viele tolle Feministinnen, meine Freundinnen, ihn als frauenhasserisches Arschloch, Entschuldigung die Sprache, aber das muss ich nennen, entlarven. Und ich aber die literarische Qualität quasi geschätzt habe. Aber jetzt habe ich den Clou gefunden, weshalb Philip Roth tatsächlich einfach in die Büchergestelle gelegt werden könnte und nicht mehr gelesen werden braucht, auch nicht in den Kanon aufgenommen zu werden braucht. Weil wir vielleicht sehen sollten, dass all diese Typen ihr Werk auch in eine menschenfeindliche Ideologie stellen, also ihr Werk zugunsten einer menschenfeindlichen Ideologie verfassen, nämlich Frauenhass, Frauenvernichtung. Mm. Vielleicht sollten wir da diese Kategorie aufnehmen und so argumentieren. Nicht, weil Philip Roth quasi seine Frauen auch wie Dreck behandelt hat, sondern das ist ein persönliches Vergehen und Verbrechen, ja, aber das hängt mit seiner Biografie zusammen, sondern mir ist es viel entscheidender, Werk zu beurteilen, in welche Ideologie sie gestellt wurden. Und da könnten wir jetzt tatsächlich eine neue literarische Kategorie aufstellen und merken, ja, es gibt tatsächlich Autoren, die ihr Werk ausschließlich deshalb so formulieren und malen, zeichnen, dichten, um letztlich dem Frauenhass zu dienen. Wow, und da kämen ganz, ganz viele rein in diese Kategorie. Aber verstehst du den Unterschied zwischen, also weißt du, ich finde nicht, weil eben Autoren eben in ihrem privaten Umfeld, ich finde das immer sehr komplex und ich will das nicht beurteilen. Und nach Hannah Arendt ist für mich eben jedes Privatleben eigentlich uninteressant. Mir ist es eigentlich entscheidend, in welche Bewegung, in welche Politik diese Menschen ihr Werk schreiben. Und das könnten wir auch auf Kracht anwenden. Deshalb habe ich so ein Christian Kracht, deshalb habe ich so ein Unbehagen angesichts seiner literarischen Huldelei, weil er eigentlich sein Werk auch in eine Retro-Ideologie stellt und eben quasi so dieses ironische, zynische, nihilistische Fight-Club-Mentalität in der Literatur bringt. So könnten wir eben auch Fight Club, den Film, beurteilen, weil das ein Film ist, der eigentlich ein Kunstwerk darstellt, also einige Regisseure, die das tun, die einer nihilistischen, nietzscheanisch inspirierten Herrenmentalität dienen sollen. Aber
Wie gesagt, wow. Liebe Menschen, hier, das ist das Resultat einer Woche Nachdenken. Ich habe es noch nicht sauber ausformuliert in einem Essay. Ich habe es ansatzweise schon angedacht mit Hannah Arendt und Emil Nolde. Ich werde es verlinken in meinen Literaturkritiken, die ich für Ensuite, das Magazin für Kunst und Kultur, schreibe. Das möchte ich doch auch mal erwähnen. Das dürft ihr nämlich auch abonnieren. Und lohnt sich sehr, kann ich ja. Sehr empfehlen. Also, aber das habe ich dem. Entschuldigung, ich habe da. Nein, reingegrätscht und das war eines der Themen. Du, ich gucke gerade raus, mein Schreibtisch und mein Mikro stehen vor meinem Fenster. Ich gucke über den Himmel, über Kreuzberg und du bringst mich total zum Nachdenken und ich glaube, dass an deiner Theorie ganz viel dran ist. Also ja, keine Theorie, ist ja eine Erkenntnis. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Also diese Debatte, soll man gewisse Autoren noch gucken? Soll man gewisse Regisseure, ja, weil sie doch ihre Kinder sexuell missbraucht haben, noch schauen? Na ja, unbedingt, weil damit würde man ja sonst ihr Werk abwerten. Diese Argumente kommen ja erstaunlicherweise eigentlich nur bei Männern. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Also ich denke gerade an all die Frauen, die feministisch engagiert sind, beispielsweise auch Mitu Sanyal, ja, wo ihr Engagement immer als Begründung dafür genommen wird, implizit ihr Werk, was wirklich literarische Qualität hat, abzuwerten. Das ist ein Mechanismus, den wir auch schon aus früheren Jahrhunderten kennen. Also bei Frauen wurde immer sehr extremst geguckt, was machen sie denn eigentlich privat? Und oh, sie sind für Menschenrechte, dann können sie ja keine gute Literatur schreiben. Ne? Mhm. Genau, das wird dann so als Feelgood- oder Gutmenschenliteratur jetzt abgekanzelt. Ja, das sind wirklich Gedanken, die ich auch nochmal weiterführen muss. Also nochmals einfach, es geht um die Trennung zwischen privat und öffentlich insofern, als dass das Werk wirklich genau angeschaut werden sollte, in wessen Ideologie es verfasst wurde. Und wenn wir Frauenhass auch als Ideologie, also Misogynie, die strukturelle Gewalt, als Ideologie sehen, die tatsächlich ganze Regime aufbaut, müssen wir ganz viele Autoren ganz unterschiedlich und anders beurteilen. Und da geht es nicht darum, wird jetzt die Kunstfreiheit abgeschafft. Nein, Leute, Männer, sogar Männer sind imstande, urteilskräftig und intelligent zu urteilen. Ich finde dieses kindische Argument, ja, da können wir ja nichts mehr machen, oder? Also wenn du den Kindern verbietest, dies und dies zu tun und dann kommt die Antwort, ja, wir dürfen nichts mehr tun, oder? Das ist so diese Haltung, sich jeglicher Kritik, jegliche Kritik zu verbieten. Ja, und jetzt kommt mit Sicherheit von einigen das Argument oder der Gedanke, ja, aber Feminismus ist doch auch eine Ideologie. Nein, ist es nicht. Genau. Also im Feminismus geht es darum, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und beides Menschen sind, die die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten haben sollen. Das genau, und ist Demokratie, keine Ideologie. Demokratie ist auch keine Ideologie. Sondern das ist die Gleichstellung der Lebewesen eigentlich. Also zuerst mit den Männern, mit den Frauen, ich würde ja auch sagen mit den Lebewesen. Aber über das können wir uns ideologiekritisch auch nochmal unterhalten. Also was ist Ideologiekritik? Das ist einfach, das war nur mein Wochenresümee in diesen Diskussionen eben zwischen dem Rücktritt. Franziska Giffey tritt wegen Plagiaten in ihrer Dissertation zurück. Es ist eine persönliche Verfehlung, die wird als Rücktrittsgrund genommen. Bei den Männern werden wirklich politische Verfehlungen, die Milliarden kosten, die in einem ganz anderen Umfang sind, eben für die Öffentlichkeit, die treten alle nicht zurück. Und das finde ich wahnsinnig. Und noch schnell ein Beispiel, Annalena Baerbock. Männer treten übrigens überhaupt nicht zurück. Also ich denke jetzt auch an einen Skandal von vor ein paar Jahren, wo rausgekommen ist, dass Horst Seehofer damals noch ich meine, damals war er noch Ministerpräsident von Bayern. Als da rausgekommen ist, dass er seit
seit Jahren fremdgevögelt hat und neben seiner langjährigen Ehe in Bayern auch eben eine Zweitfamilie hatte in Berlin. Das war auch kein Grund, ne? Also das ist dann eine persönliche Verfehlung, die aber so unter, ach, ist ja Kavaliersdelikt, ne? Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, zurückzutreten. Ja, also ich finde es einfach noch, ich finde Annalena Baerbock, die wegen ihrem Diplom, wegen ihren Nebeneinkünften von den Rechten in einer regelrechten Kampagne desavouiert wird, im Vergleich zu Philipp Amthor, der sich wirklich die Korruption auf höchster Ebene hat leisten können und jetzt quasi offizieller Kandidat der CDU ist. Ich finde es eine Bigotterie auch der Medien, die viel zu wenig reflektiert wird. Im Hinblick auf die Genderfrage, im Hinblick auf die Trennung zwischen privat und persönlich, was sind wirklich politische Vergehen, die nicht mehr geahndet werden. Und diese Komplizenschaft der Medien, diese Themen nicht jeden Tag auf die Agenda zu setzen. Das war so mein Wochenrückblick. Ja, danke, super, sehr, sehr gut. Ich hab auch ein Medienthema mitgebracht, das passt jetzt gerade. Mhm. Wir gehen jetzt von der Politik Deutschlands weg. Wir gehen über die Grenze und gehen zur Schweiz. Ach, wie schön. und zwar kam da vor einigen Tagen schon raus eine neue Statistik, die das Bundesamt für Statistik gemacht hat. Und zwar haben die eine Erhebung gemacht zu bezahlter und unbezahlter Arbeit von Männern und Frauen in der Schweiz. Mhm. Und das ist total interessant. Das passiert alle paar Jahre, dass das veröffentlicht wird. Du sagst dann schon noch etwas zum Inhalt, oder machst du das jetzt? Ich beginne jetzt, weil mit dem Inhalt sogar. Ah, wunderbar. Ja, wunderbar. Also, es ist ein bisschen komisch, wenn man die Studie liest, beginnt es damit, dass geguckt wird, wie arbeiten Männer und Frauen bezahlt und unbezahlt, aber Männer und Frauen ab 15 Jahren. Und dann später erst wird geguckt, wie sieht es denn bei Erwachsenen aus. Ich finde es ein bisschen schwierig, 15-Jährige mit in diese Statistik zu nehmen. Ja, also bei Wieso? Erwachsenen... Wieso? Darf ich schnell zurückfragen? Entschuldigung, ich möchte dich nicht unterbrechen. Du, da kommen dann so komische Sachen raus, wie Männer und Frauen ab 15 Jahren. Mhm. Da ist es so, dass für Haus- und Familienarbeit von Frauen rund 29 Stunden pro Woche aufgewendet werden und bei Männern 19 Stunden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ach, wie, so wenig. Aber klar, ne, mit 15, 16, 17 machen wahrscheinlich die meisten einfach gar nichts im Haus, in der Hausarbeit. Und wenn man dann eben guckt, wie sieht es bei Erwachsenen aus, wie sieht es bei Paaren aus, das leistet diese Statistik, wird es dann interessant. Da kommt raus, dass beide insgesamt für Arbeit bezahlt und unbezahlt 70 Stunden aufwenden. Frauen sogar einen Tacken mehr als Männer. Aber bei Frauen ist es so, dass 3/4 ihrer gesamten Arbeit unbezahlt ist, nämlich 52 Stunden pro Woche. Bei 52 Männern, von 70? 52 von 70, sagt das Statistische Bundesamt. Und bei Männern sind es immer noch 35 von 70 Stunden. Von 70 Stunden, die unbezahlt ist. Dann wird so unterschieden, wofür wird denn Zeit aufgewendet im unbezahlten Bereich. Und da geht es sehr ins Detail. Also da wird abgefragt nach Putzen, Kochen, Abwasch, Bügeln, Waschen, Einkaufen, Pflege von Haustieren, Umsorgung von Pflanzen, Gartenarbeit und Handwerk. Und in all diesen Punkten, bis auf handwerkliche Tätigkeit, wo die Männer ganz minimal mehr Zeit aufwenden als Frauen in der Woche, aber minimal, leisten die Frauen in allen anderen Bereichen einfach viel, viel, viel mehr Stunden in der Woche. Also ganz schön heftig, aber auch interessant, weil es viel erzählt über die Gesellschaft in der Schweiz und über die Art und Weise, wie zusammengelebt wird. Ne? Aber erzähl mal und dann spiele ich ein bisschen die Spielverderberin. Erzähl unbedingt mal, erzählt uns das über die Schweiz? Oder auch, also Deutschland wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig großen Unterschied sein. Das erzählt uns, dass die Lebensweise von Paaren, von heterosexuellen Paaren sehr, sehr konservativ
konservativ ist in der Schweiz und die Verdiener, die Einverdiener-Ehe sehr häufig, dass die Frauen Teilzeit arbeiten, wenn sie überhaupt arbeiten. Das erzählt uns das. Interessant finde ich aber, wie ist jetzt das Schweizer Fernsehen mit dieser Studie umgegangen? Jetzt hast du das Gedanken mit dem Ernährermodell, da muss ich was sagen. Okay, ja. Okay, Medienbericht. Das erzählt uns aber dann eben da auch nochmal ganz viel. Und zwar titelte das Schweizer Fernsehen: Männer helfen jedes Jahr mehr im Haushalt mit. Männer helfen jedes Mal mehr im Haushalt mit. Das ist doch nett. Was stimmt da nicht? Was stimmt an diesem Titel nicht? Das stimmt so viel nicht. Okay, stimmt. Also, liebe Leute, ich habe dem Schweizer Fernsehen natürlich auch geschrieben, wieder, und darauf hingewiesen, wenn ihr sowas schreibt, impliziert ihr damit, dass Hausarbeit die originäre Aufgabe und das Ressort der Frauen ist. Ja. Und Männer aus Nettigkeit, wenn überhaupt, mithelfen. Das hat nichts damit zu tun mit einem Bild, was besagt, Männer und Frauen leben in einem Haushalt und kümmern sich deswegen gemeinsam um diesen Haushalt. Ne? Mhm. Sondern Männer helfen mit. Das ist ja total nett von den Männern. Ne? Es ist reizend. Es ist so süß. Ganz toll. Du hast auch einen veritablen Shitstorm auf Twitter initiiert. War großartig. Also ich habe auf jeden Fall bei den Mitteilungen, haben 250, ich bin erstaunt, dass das nicht zum Trend wurde. Also ich habe 250 Mitteilungen gekriegt zu deinem Ursprungspost, weil du hast mich getaggt. War also großartig. Ich musste nett zuerst noch suchen. Ne? Ja. Also das ist auch einfach ein Hinweis einer Redaktion. So wie ihr Berichte übertitelt, damit schafft ihr Welt. Und damit zeigt ihr auch, wie eure Weltsicht ist. Und dieses Sie helfen im Haushalt mit geht überhaupt rein gar nicht mehr. Auch in so einem konservativen Staat wie der Schweiz. Ja. Und deshalb hat mich das sehr gefreut, die Unterstützung, die wir in den sozialen Medien genau für diesen Post und erhalten haben. Übrigens, hast du eine Antwort gekriegt? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Antwort bekommen bislang. Und noch ein Satz zu diesem, sie helfen immer mehr mit. Ne? Also das nimmt das Schweizer Fernsehen aus einem Ergebnis der Studie. Vor 10 Jahren war es nämlich so, dass Männer 16 Stunden aufgewendet haben nur für Haus- und Familienarbeit und inzwischen also 19 Stunden. Das ist wieder die Zahl, die sich auf alle Männer ab 15 bezieht. Ne? Und daraus kann man machen, das werden dann jedes Jahr 20 Minuten mehr in der Woche. Wahrscheinlich, weil die Garagen größer werden und auch Autoputzen unter Hausarbeit fällt. Jetzt spiele ich ein bisschen Spielverderberin. Und ich zwar erstens ist es diese Arbeitsteilung, diese stark geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Deutschland und der Schweiz und auch in Österreich dem Sozialversicherungssystem geschuldet. Die Schweizerinnen, die Arbeitstätigkeit, die Erwerbstätigkeit der Schweizerinnen wird bestraft durch das Sozialversicherungssystem. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Ernährermodell in Deutschland und in der Schweiz hat sich etabliert im Zweiten Weltkrieg, eben auch gekoppelt an das Sozialversicherungssystem. Das Sozialversicherungssystem der Schweiz wurde direkt mit der Wehrpflicht in Zusammenhang gesetzt, indem beispielsweise die AHV, also das Modell der Rentenfürsorge, genau 1:1 dem Sozialversicherungssystem der Wehrpflichtigen im Zweiten Weltkrieg entspricht. Das sind strukturelle politische Entscheide, die wir auch besprochen haben, Isabel Runer und Regula Stempfli, anlässlich des wunderbaren Buches 50 Jahre Frauenstimmrecht. Da seht ihr eben auch, wie quasi Politik Genderrollen macht. Oder? Und das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Das ist der erste Punkt. Deshalb ist der Haushaltsanteil von Frauen traditionell hoch in den deutschsprachigen Ländern. Weil darf ich dazu was ergänzen? Ganz kurz. Absolut richtiger Hinweis, Sozialversicherungssysteme. Diese Trennung setzt aber schon im 19. Jahrhundert ein. Ich will das einmal an einem ganz konkreten und sehr schockierenden Beispiel festmachen. Was mir so nicht klar war, beispielsweise, jetzt sind wir wieder in Deutschland. In Deutschland gab es bis in die 1990er Jahre, ein Beschäftigungsverbot für Frauen in der Bauindustrie. Und dieses Beschäftigungsverbot, das nahm ihren Anfang
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aha. Weil es natürlich damals immer mehr Arbeiterinnen gab, die auf dem Bau ganz normal die schweren Tätigkeiten gemacht haben, aber zu einem weit geringeren Lohn als die männlichen Arbeiter, was die Männer eben blöd fanden. No? Ja, aber die Gewerkschaften, ja, das ist eben komplex. Das ist also, sehr komplex. Das heißt, Beschäftigungsverbote für Frauen wurden von den Gewerkschaften auch mit dem Schutzhinweis für Frauen gerechtfertigt. Und selbstverständlich hat es mit den höheren Löhnen zu tun. Und es selbstverständlich ist es einfach ein Riesenproblem, wenn ein Beruf sogenannt verweiblicht, in Anführungszeichen. Also je mehr Frauen in einem Beruf, umso weniger Anerkennung und weniger Lohn. Und dass da die Gewerkschaften natürlich lange, eben bis 1990, für Berufsverbote in bestimmten Branchen gekämpft haben, damit sie ihre hohen Löhne behalten konnten, ist klar, macht es nicht besser, es macht aber etwas. Isabel Rohner, was ich dann immer sage, die Kapitalisierung wird natürlich so auch vorangetrieben, indem du eben keine Berufsverbote, keine Schutzgebote in der Arbeitsregelung hast. Und meistens ist es so passiert, dass dann quasi Schutzregelungen für Frauen aufgehoben werden wurden und dann alle nicht nur weniger verdient haben, sondern auch gewisse Privilegien in Anführungszeichen verloren haben. Also das beste Beispiel Witwenrente oder eben das neue das neue Bundesgerichtsurteil in der Scheidung, oder? Also wo Frauen, obwohl sie in der gesellschaftlichen Realität immer noch viel mehr nicht nur Haushaltsarbeit, sondern eben auch die Reproduktion übernehmen, überhaupt keinen Unterhalt, das wird nicht anerkannt, sondern es wird so getan, als hätten die Frauen die gleichen Voraussetzungen gehabt, gleich viel Geld und gleich Karriere zu machen wie Männer. Verstehst du? Das stimmt einfach nicht. Ja, das verstehe ich. Ich will das nur ergänzen, weil es nicht nur die Sozialversicherungssysteme waren. Ne? Die waren ja auch einfach Zeichen der Denke der Zeit. Was ich interessant finde, ist, in der Schweiz und in Deutschland sehen wir hier eine Parallelität, ne? Ja. des Sozialversicherungsrechts. Ja. Und es ist völlig anders in Frankreich. Ja. Völlig anders in Frankreich, aber auch die politische Situation der Frauen war unterschiedlich in Deutschland und in der Schweiz. Und das hatte aber für die deutschen Frauen keinerlei Auswirkungen. Also, dass sie wahlberechtigt waren, dass sie das passive und aktive Wahlrecht haben, hat sie nicht davor geschützt, da wieder domestiziert zu werden durch solche Regelungen. Ja, weil, wie wir auch in einer Folge festgestellt haben, dass die ökonomischen Voraussetzungen eine ganz wichtige Grundlage darstellen für die Emanzipation und die Freiheit. Also eben, dass es unmöglich ist zu verlangen, dass ohne einen materiellen Wohlstand oder die Chancengleichheit zum materiellen Wohlstand zu kommen, auch Freiheit möglich ist. Also oder wie, eben zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Das spielt natürlich da auch eine Rolle. Darf ich noch den zweiten bösen Punkt bringen? Bitte. Eben im Unterschied zu Frankreich. In den deutschsprachigen Ländern habe ich festgestellt, dass diese Haushaltsfrage extrem wichtig ist, weil unter anderem Männer und Frauen offensichtlich in den deutschsprachigen Ländern viel geputztere Wohnungen und Häuser haben wollen. Nein, jetzt ohne Das ist toll, ohne ich liebe Kicks. Deine Beschreibung, du bringst es auf den Punkt. Ich finde es so krank, oder ich merke ja, also wie ich unter deutschen Freundinnen mit wirklich hochgezogenen Augenbrauen manchmal, wenn sie in meinen wirklich schönen Haushalt kommen, aber ich, weißt du, und dann diskutieren, du hast keine Putzfrau, gell? Nein, habe ich nicht. Wir haben zwar eine Putzequipe in unserer Wohngemeinschaft, genderspezifisch sehr gut aufgedröselt, ich muss nämlich fast nichts machen. Und die Männer im Haushalt machen alles. Aber ich finde diese Putzmanie, dem könnten wir auch auf die Spur gehen. Und dass die Frauen diese Putzmanie auch gegenüber ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen manchmal als so Kritikpunkt einfügen. Weißt du, drum, also mir fehlt sowieso die Zeit vor Corona, die fehlt uns ja allen und wir freuen uns jetzt, wenn wieder ein normales Leben langsam möglich wird. Ne? Wir können es alle kaum erwarten. Aber wo ich ja wirklich Corona-Auswirkungen auch merke in meiner eigenen Wohnung, Aha. Also Putzen ist bei uns immer das, was als erstes wegfällt.
Ja. Weil, ne? Also alles ist wichtiger als putzen. Das ist so. Wir haben aber immer geputzt, aber das bevor ist wir nicht Besuch bekommen haben. Das ist keine deutsche Tradition. Und das fällt da machen jetzt wir weg. Auch. Machen wir auch. Aber ich finde so diese Putzmanie, oder? Also dann finde ich à la recherche de l'orgasme in Frankreich viel wichtiger als à la recherche de la fenêtre polie. Oder? Also das, oh, das klaue ich dir, das ist toll. Das ist ganz toll. Ja, das wäre einfach, fand ich wichtig. Und wenn wir schon bei den Französinnen sind, es gibt heute oder gestern, respektive vor einer Woche vor Pfingsten war es im Magazin, ich werde den verlinken, einen wunderbaren Essay über das Lachen und Frauen von Sarah Maria Deckert, also Frauen und Lachen. Ganz, ganz großartig. Schieß los, ist an mir vorbeigegangen. Und da zitiert sie eben die große Feministin, die Hélène Cizoux, die ist ja also die Begründerin der Écriture féminine, hoch umstritten jetzt in diesen feministischen Debatten, die geführt werden, die wir zum Teil auch führen. Sie hat aber 1975 das großartige Buch «Le Rire de la Méduse» geschrieben. Es gab in den 70er und 80er Jahren so diese Neuauflegung der Klassiker, Klassikerinnen. Also das Lachen der Medusa. Und es war wirklich ein frauenstürmerisches Manifest. Am Beispiel der Medusa, zur Erinnerung, die heißt die Gorgone der griechischen Mythologie, die wahnsinnig schön war, aber einen Schlangenkopf mit irre gefährlichen Blick hatte. Die wurde auch vergewaltigt. Sie war eine starke, unterdrückte Figur. Und selbst Sigmund Freud, der doch alle Klassiker immer benutzt hat, um seine Psychotheorie zu manipulieren und zu formulieren, wird ein Detail, das bei der Medusa immer vergessen wird, als sie geköpft wird. Sie wird ja geköpft, sie war schon vergewaltigt, dann wurde sie geköpft. Und sie ist eben alles in einer Person, fruchtbar, fallisch und laut, eben Le Rire de Méduse. Also sie ist so eine ähnliche asiatische Göttin wie bei Mithus Anial, die Kali. Oder die ja beides ist, ja, die ja eben sehr sinnlich laut ist, aber auch sehr furchteinflößend. Und genau das macht sie für den durchschnittlichen Mann so schwer erträglich. Und Cizoux wollte den traditionellen Ausschluss der Frau aus der Gesellschaft nicht einfach umkehren, sie wollte einfach zeigen, was das Lachen von Frauen bedeutet für Männer. Und da haben wir ja auch die feministische Erkenntnis, Männer haben Angst vor Frauen lächerlich gemacht werden, Frauen haben Angst vor den Männern ermordet zu werden. Aber dieses Lachen, diese lachenden Frauen, diese lachende Frau ist eine ganz schwierige Figur in der Öffentlichkeit. Wenn du denkst, wie viele laut lachende Frauen kennen wir oder wie viele Frauen auf der Bühne, wenn sie lachen, werden quasi als Hexen oder als, weißt du, so dieses Hexenlachen. Wie viele sinnlich, fröhliche, starke, lachende Frauen haben wir in der Öffentlichkeit und in der Literatur? Ja, das sind dann nicht so viele. Genau. Und gleichzeitig spielt ja die lächelnde Frau eine zentrale Rolle, ne? Also Lächeln, danke. Ja. Lächeln ist ja erwünscht und ist auch Teil unserer Sozialisation. Ich gehöre selber zu den Frauen, ich lache ganz viel, ich lächle auch sehr, sehr viel. Es ist Teil meiner Kommunikation, das merke ich auch, ne? Im Gegensatz beispielsweise zu meinen Brüdern, die lächeln weit weniger als ich. Ja, ja. Trotzdem also ist es auch was Nettes, ne? Aber ja, ja. Es ist jetzt also nichts, was Angst einflößt. Ja, aber das ist eben nicht Lachen, das ist nicht dieses oder jetzt yes. Hast du da schon Erfahrung gemacht? Du warst ja eine Zeit lang, warst du ja regelmäßiger Gast in allen Schweizer Talkshows, also wirklich über Jahre, sehr, sehr präsent. Hast du da zu dem Punkt Erfahrung gemacht? Ja, ja, und wie? Und ich wurde von der Neuen Zürcher Zeitung über den Tagesanzeiger bis hin zur Wochenzeitung, zur linken Wochenzeitung sehr fertig gemacht. Ich habe auch viel gelächelt, ich muss lächeln innerlich, ich muss mich dazu zwingen, sonst werde ich nämlich
zur Medusa. Sonst werde ich zu gefährlich. Das ist ja, das ist quasi meine Sozialisation. Du meinst, und die dann fühlen sich die Männer stärker angegriffen, wenn du wahnsinnig, mich lächelst? Die fühlten sich ja schon angegriffen, wenn ich nur in der Talkshow war. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Mails es gab, wieso wird die eingeladen, wieso darf die überhaupt etwas sagen. Also da wurden regelrechte Kampagnen geführt und zwar nicht einfach von rechten alten Männern, sondern von linken, gleichaltrigen Intellektuellen, die übrigens mir immer noch ziemlich gram sind und ihre Partnerinnen manchmal in Stellung stellen, um gegen mich zu kämpfen. Und es wurde, wörtlich wurde quasi dieses Lächeln, weil ich eben auch sehr lächle und wirklich gut auch im Bild, im Fernsehbild rüberkam, dass eben diese, sie möchte die Zähne fletschen, aber sie lächelt. Also es wurde dann schon auch gemerkt, aber Ja. Und das Lächeln ist für Frauen ein taktisches Mittel, weil laut Lachen oder nicht Lächeln als Aggression ausgelegt wird. Ja, und der Artikel, der in der Süddeutschen, der zeigt einfach nochmal diesen Zusammenhang auf in der Tradition oder was ist da der Fokus? Nein, es ist eben ein emanzipatorischer Artikel, obenrum frei, eben von Sarah Maria Deckert. Und sie, viele Frauen haben ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Lachen, denn sie können es den Männern damit eigentlich nie recht machen. Über ein Dilemma zwischen alten Rollenbildern und neuer Selbstbestimmung. Es ist ein wunderbarer Artikel, der darüber nachdenkt, eben was der Mund mit der Frau, das zum Beispiel auch oft auch äquivalent zu ihren geöffneten Beinen gesehen werden. Der offene Mund wird gerne obszön nachgebaut. Oder? Also ich fand das sehr, sehr anregend als Thema, das aufzubringen, über das Lachen nachzudenken. Gerade weil wir ja letzte Woche Gretchens Rache auch besprochen haben, den wunderbaren Krimi von dir, der jetzt herausgekommen ist, das in der Trilogie. Und du nennst ja die Krimis auch Kicher-Krimis. Ja. Kichern ist aber doch ein bisschen verniedlichend. Ja, aber Kichern ist was Schönes. Mhm. Und würde ich gerne auch gleich nochmal weiter diskutieren. Ne? Gerne. Also ich finde, Lachen ist etwas... Das macht uns als Menschen zum Menschen. Ja. Es gibt zwar auch Tiere, die lächeln können, oder wo es in der Forschung heißt, naja, das ist so eine Art von Lächeln, aber vielleicht ist das dann doch eher Interpretation der Leute, die diese Tiere beobachten. Aber eigentlich ist Lachen, ist Humor, ist auch über sich selber Lachen etwas zutiefst Menschliches. Und ich liebe es zu lachen. Also bei mir gibt es keinen Tag, wo ich nicht lache und wo ich nicht laut lache. Ja, das wäre ganz, ganz schrecklich, Tage, eine wo ich nicht lache. Große Lebensenergie, wahnsinnig. Ja, wichtig, genau. Ja. Und mir ist es klar, also mit diesem Lächeln in Business-Situationen oder so, ne? Dass das auch eine anerzogene Komponente hat. Aber auf der anderen Seite, verdammte Axt, ich mag nette Menschen, ich mag freundliche Menschen, ich mag es gerne, mit freundlichen Menschen zusammenzuarbeiten, auch wenn man nicht einer Meinung ist. Aber das ist auch etwas, was ich an unserer Kultur durchaus gut finde. Dieses, man kann harte Dissense haben inhaltlich und trotzdem anständig freundlich miteinander umgehen. Also ein von daher wäre Gesicht. Mein Plädoyer, wir sollten alle, und da sind auch die Männer aufgefordert, viel mehr lächeln und lachen und Mensch sein in einem freundlichen Sinn. Doch, da bin ich der Meinung. Da habe ich dir eine traurige Statistik, dass Kinder pro Tag ungefähr noch... Jetzt habe ich gerade die Zahl, finde ich jetzt nicht, aber wirklich unglaublich viel, also 55 Mal mindestens pro Tag laut lachen, viel lachen und Erwachsene nur noch alle 14 Tage. Oder eben auch der Satz, dass die Deutschen zum Lachen in den Keller gehen. Ich habe an mir selber festgestellt, dass ich in Brüssel beispielsweise viel mehr gelacht habe als in München. Also wirklich, weißt du, oder in Großbritannien, also mit meiner britischen Familie, wenn die da ist, du kannst dir nicht vorstellen, ich lache
Ich lach so viel, weil dieser Humor, diese Schnelligkeit in der Sprache, diese lustigen Ausdrücke, das ist fantastisch. Deshalb liebe ich auch britisches Fernsehen teils, weil eben die Comedy, die ist wirklich extrem lustig. Also, oder eben, da kann man kichern. Und das fand ich wahnsinnig traurig, fand ich auch ein bisschen traurig an meiner eigenen Entwicklung. Ich habe dir noch etwas wegen der Statistik auch Lachende, also Sarah Deckert schreibt, lachende Frauen wurden lange pathologisiert. Zu ungestümes Lachen galt nicht einfach nur als unschicklich, es wurde als hysterisch, sprich krankhaft stigmatisiert. Da sind wir wieder bei dir und dem 19. Jahrhundert, das, was du immer wieder sagst, weil dort beginnt eigentlich, oder dort verfestigt sich dieser totale Frauenhass. Der Begriff der Hysterie steht bis heute in direktem Bezug zum Weiblichen. Er leitet sich vom griechischen Wort Hystera ab, der Gebärmutter. Was heißt das? Dass Frauen qua Gebärmutter krank sind, dass ihr Geschlecht sie krank macht. Also da auch das tolle Buch von Christina von Braun über die Hysterie. So hat's ja, ist sie auch umgestiegen von der Film, von ihrem Filmemacherin zur Autorin. Einer der ganz wichtigen Bücher über Hysterie und Magersucht. Oder? Ich habe jetzt ganz viel im Kopf und wahrscheinlich kommt nur ein Bruchteil davon raus. Also, wir lernen wieder einmal einen Zusammenhang von Lächeln, Unterwürfigkeit in ein patriarchales System. Ich finde, es ist ein bisschen analog zu der Frage, die wir letzte Woche hatten. Wäre ich bereit, ein männliches Pseudonym für meine Bücher zu wählen, im Wissen, dass sie dann mehr gekauft würden. So ist es ja. So ist die Situation, da gibt es Zahlen für. Es wäre so, ich hätte mehr Erfolg, würde ich mich Kurt Meier nennen. Was ein scheiß Pseudonym wäre. Aber ich denke drüber nach. Georg Sommerland ist doch viel schöner. Oh Mann. Aber dieses Wissen darum, dass Lächeln und Lachen in unserer Gesellschaft, auch in unserer Business-Gesellschaft, im Gegensatz zu Kompetenzzuschreibung steht. Ne? Wer lächelt, wer lacht, wer Humor hat, kann nicht kompetent sein. Das ist eine ganz enge, einen ganz engen Zusammenhang hat das, diese zwei Bereiche. Ist das so? Das müssen wir nicht unterstützen. Ja, das ist schon so. Kultur, da hast du recht, aber im Britischen ist es völlig anders. Wenn du aber wir sprechen Humor über Deutschland. Hast, wenn du keinen Humor hast, machst du keine Karriere. Nein, das ist wichtig in Cambridge, das ist auch für alle, die an einer britischen Universität studieren. Die Briten machen sich auch extrem lustig über die Deutschen. Aber du hast recht. Aber die Deutschen also merken das nicht. Ja. Nein, in Deutschland ist das schon so. Ne? Wende dich nicht an diese, auch diese Uniformität der Businessanzüge oder Kostüme hältst, wenn du dich anders inszenierst, ja. wenn du auch da authentischer bist und als Persönlichkeit sichtbarer wirst, indem du lachst oder auch mal einen Witz machst, hast es eher schwer. Ne? Dann denken Leute eher, ach, naja, so also kompetent kann die nicht sein. Was ein völliger Blödsinn ist. Und ich finde, die Folge kann nicht sein, dass man sich anpasst, sondern nein, ich wünsche mir in allen Bereichen unserer Gesellschaft mehr Persönlichkeiten. Ja, absolut, absolut. Und sie nicht so viel Austauschbarkeit. Ja, aber sie schreibt zum Beispiel, hier, da sind wir wieder beim männlichen Pseudonym oder weiblich, also weißt du, als Taktik, ne, sie schreibt im Artikel, eine Forderung der jüngeren Frauenbewegung lautet zum Teil auch, sich ganz gut zu überlegen, wann und wie Frau lacht, nicht um sich das Lachen abzutrainieren, sondern es nur bewusst einzusetzen, auch das Nicht-Lachen. Finde ich schrecklich. Finde ich schrecklich. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja, finde ich ganz furchtbar. Lasst uns das Patriarchat in Grund und Boden lachen. Im das Ernst. Das wäre auch. Ich bin auch fest der Überzeugung, Hedwig Dohm wäre da voll auf unserer Seite gewesen.
Also da spielte Humor immer so eine Riesenrolle in ihren Texten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ne? Ja. Also ich nenne meine Bücher feministische Kicherkrimis und hatte da auch schon einige Diskussionen mit meiner Verlegerin Ulrike Helmer, die sagte, wow, wenn wir damit werben, wird das geschäftsschädigend sein, weil Leute zum einen sagen, Krimis, die müssen blutrünstig sein, das sind sie nicht, wenn man darüber kichern kann. Mm. Und du willst auch noch feministisch in den Vordergrund stellen, damit signalisieren wir, diese Bücher sind nichts für Männer und damit kaufen sie auch Frauen nicht. Und beides ist, Ulrike Helmer hat da durchaus ihre Punkte, trotzdem machen wir das so, ne, mhm, zusammen, in dem ganzen Wissen. Weil und da hast du alles daran ist falsch. Genau, und du hast einfach, da bewundere ich dein ungebrochenes Selbstbewusstsein diesbezüglich, wirklich das Feministische, das Kichernde, das Lächelnde, das Freundliche hervorzuheben. Das finde ich ganz, ganz toll. Da nehme ich mir auch ein Beispiel, weil ich in meinem Politik- und Medienbereich sehr oft schon eben das Lachen viel zu sehr abgewöhnen musste und deshalb auch so wahnsinnig Freude habe an Büchern von Frauen, wie unter anderem eben in Gretchens Rache, ich muss das nochmal sagen hier, wo ich herzhaft lachen konnte, kichern konnte, wo einfach die Dialoge, also deshalb gehe ich auch gerne in gute Comedy, ich liebe es zusammen zu lachen und über einen Satz den auswendig zu lernen und immer wieder zu bringen, oder? Was war zuerst zum Beispiel, war ein Zitat, was war zuerst, das Huhn oder das Ei und Gretchens Rache, dort steht ja wahrscheinlich in dem Fall der Hahn. Ja, durchaus. Du, ich hatte letztens ein ganz reizendes Interview zu Gretchens Rache, mhm, und die sehr interessierte, auch sehr feministisch belesene Journalistin hat mich gefragt, ist das nicht ein Problem, wenn sie den Feminismus so in den Vordergrund stellen, verschüchtern sie damit nicht die Männer. Mhm. Und ich habe ihr dann gesagt, naja, also die klugen Männer nicht. Absolut. Aber insgesamt ist es ja auch so, dass Männer sehr, sehr viel seltener, also erschreckend viel seltener Bücher von Frauen kaufen als Frauen. Und ich finde es dann eher schwierig festzustellen oder mir die Frage zu stellen, inwiefern beeinflusst diese Sichtweise von Männern oder dieses Desinteresse auch die weiblichen oder die Leserinnen, ne? Das frage ich mich und das beschäftigt mich auch. Also, und du kannst meine Art und Weise, Bücher zu schreiben, auch durchaus sagen, es ist ein Tacken idealistisch und irgendwie auch naiv, ne? Weil ich hab mit diesen Büchern nicht den Erfolg, den ich hätte, wenn die mit einem männlichen Namen erschienen wären. Das werden wir sicher. Und das ist total frustrierend auch. Ne? Ich lache darüber. Nein. Ich stoße darauf ein und ich stehe auch dazu, aber es ist schon so. Ich verspreche dir aber, in 5 Jahren wird sich das geändert haben, weil es tatsächlich so ist, es ist auch eine Kulturfrage. Ich weiß, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn Frauen nicht nur viel mehr Grund haben zu lachen, sondern auch wenn die Welt aus lauten, lachenden Frauen bestehen würde. Sehr schön. Und weißt du, da kommt mir ein Zitat in den Sinn aus Gretchens Rache von einer meiner Lieblingsfiguren, die heißt Waltraud Dampf. Das ist eine Philosophieprofessorin von der Uni Freiburg, die eine 17-bändige Philosophiegeschichte über den Penis geschrieben hat, von der Antike bis zu den Nationalsozialisten. Fantastische Figur. Ja. Und die sagt an einer Stelle, Kulturkanon, my ass. Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.